Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Bevor ihr euch fragt, was mit meiner Stimme los ist, denn ich gehe mal davon aus, dass sie sich auch bei euch anders anhört wie für mich. Ich bin erkältet, mich hat es am Sonntag nochmal komplett umgehauen. Also wir waren Sonntagabend bei einer Freundin grillen und irgendwie, ich hatte eine Jacke an, aber anscheinend war die zu dünn und dann habe ich Sonntagabend noch gemerkt, wie mir der Hals zuschwillt und dann war es vorbei. Da hatte ich nochmal komplett eine Erkältung, aber ich dachte mir, ich drehe trotzdem für euch und versuche, das irgendwie hinzukriegen. Ich hoffe, dass mir die Stimme nicht versagt zwischenzeitlich, aber wir werden sehen. Bisher hat sie ganz gut durchgehalten. Und ja, heute gibt es auf jeden Fall meine zwei zuletzt gelesenen Bücher wieder für euch. Und beide sind Bücher von Jennifer Estep. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Jinx. Das ist der dritte Teil der Big Time-Reihe von Jennifer Estep. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das zugeschickt bekommen habe. Und ich war schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Denn in diesem Buch geht es um Bella Bellucci. Und Bella hat eine Superkraft, wie alle unsere Helden ja in dieser Reihe. Und Bellas Superkraft ist aber das Glück wie das Unglück. Und das ist eine ganz, ganz eigenartige Superkraft, denn sie kann es auch nur bedingt kontrollieren. Auf jeden Fall ist es so, sie kann dieses Glück ein Stück weit beeinflussen, aber wenn sie dann halt in einer Situation Glück hat, kommt das Ganze wie ein Bumerang zurück und sie hat dann im nächsten Atemzug, bumm, pures Pech. Und ja, Bella ist mit dieser Kraft nicht zufrieden. Sie hasst ihre Superkraft. Sie will die eigentlich nie. Aber sie merkt halt, dass sie irgendwann aus ihr einfach herausbricht. Dann merkt sie, wie so eine elektrische Spannung um sie drumherum. Und dann versucht sie schon, sich von jedem elektronischen Gerät fernzuhalten, weil die schrottet sie regelmäßig. Und ja, hat das Ganze nicht so unter Kontrolle und hasst halt ihre Superkraft. Bella ist die Schwester von Johnny. Johnny ist jetzt nach dem zweiten Teil der Freund von Fiona, also Fiera. Fiera ist ja eine der Fearless Five. Und wie gesagt, sie ist jetzt mit Johnny zusammen und er ist der Bruder von Bella. Deswegen kommt sie so in die Geschichte mit rein. Nur so für euch zur Erklärung. Falls ihr die Reihe nicht kennt, bringt euch das jetzt vielleicht noch mehr durcheinander. Aber egal. Auf jeden Fall ist Bella die Schwägerin von Fiona und sie ist wie Fiona auch Modedesignerin. Und die beiden sind so eigentlich verfeindet gewesen. Immer jetzt sind sie aber, wie gesagt, durch Johnny ja irgendwie familiär verbunden und versuchen sich auch irgendwie zu vertragen. Unsere Geschichte beginnt zu dem Zeitpunkt, als Bella mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation eine Spendengala organisieren möchte für das Museum. Das Museum hat einen neuen Flügel gebaut und die brauchen halt noch ein bisschen Geld, um das Ganze fertigzustellen. Und ja, organisieren dann halt diese Spendengala und es soll im Anschluss dieser Spendengala eine Sonderausstellung geben. Und in dieser Sonderausstellung ist es so, dass jeder reiche Bewohner, der halt irgendwelche wertvollen Kunststücke hat, etwas für diese Sammlung als Leihgabe gegeben hat. So hat zum Beispiel ihre Kollegin von der Wohltätigkeitsorganisation, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, sie heißt Joanne und sie hat auf jeden Fall von ihrem Mann so einen riesigen Saphir für die Ausstellung bekommen als Leihgabe und dieser Saphir soll halt auch quasi das Prunkstück werden, ne? Also, weil das der größte Saphir der Welt ist und hast du nicht. So, dass Bella in dieser Geschichte noch auf einen, naja, er ist nicht direkt ein Superheld, er ist aber eigentlich auch kein Schurke, er steht irgendwie zwischen den Stühlen, er heißt Debonair und ist eigentlich eher für seine Frauengeschichten bekannt und als Liebhaber bekannt und Bella trifft dann noch zu Beginn der Geschichte auf diesen Debonair und auf diesen Debonair, ich weiß nicht, wie ich den sonst aussprechen soll, und sie findet diesen Typen natürlich ungemein attraktiv und er riecht mega gut, er riecht irgendwie nach Rosen und sie findet das ganz, ganz anziehend und sie trifft in einer ziemlich prekären Situation auf ihn und kann ihn danach irgendwie auch nicht so leicht vergessen. Und am Abend der Eröffnung für die Spendengala ist es so, dass zwei Superschurken versuchen, den Saphir zu stehlen und sie befindet sich natürlich auch mit in dem Raum und ja, es sind natürlich auch noch andere Superhelden anwesend, so zum Beispiel auch Debonair. Und Debonair gelingt es, mit Bella zu fliehen und den Saphir zu retten und was danach mit den beiden alles passiert und was es mit diesem Saphir noch auf sich hat und warum die Superschurken diesen Saphir stehlen wollten, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte vom Verlauf her und von allem her auf jeden Fall besser gefallen hat wie der zweite Teil. Aber es kam für mich nicht an den ersten ran. Also ich würde sagen, dass der dritte Teil so ein gutes Mittelmaß ist zwischen dem ersten und dem zweiten. Wie gesagt, es war jetzt keine Geschichte, die ich nicht mochte. Ich fand das Buch gut, ich fand die Geschichte gut erzählt, ich mochte die Handlung, ich fand die Entwicklung der Geschichte richtig gut. Aber ich habe hier so auch so ein bisschen was
zu bemängeln, sage ich jetzt einfach mal, was die Geschichte betrifft. Zum einen ging mir die Liebesgeschichte zwischen Debonair und Bella, das ging mir ab einem gewissen Punkt zu schnell. Am Anfang konnte sie den Typen überhaupt nicht leiden und so, geh weg und geh von mir. Und dann von jetzt auf gleich ging bei ihr der Schalter und sie war ultra verliebt in den Typen. Und ich habe mir so gedacht, das ging mir jetzt ein bisschen zu flott einfach. Das fand ich irgendwie ein bisschen zu unglaubwürdig. Ich meine, diese Geschichte ist unrealistisch sowieso, aber das war mir so ein bisschen zu unrealistisch. Das war, ging mir einfach alles ein bisschen zu schnell. Da hätte ich mir vielleicht noch 2, 3 Kapitel mehr gewünscht und ich hätte mir vielleicht auch mehr gewünscht, dass ein bisschen mehr Zeit verstreicht. Denn diese Geschichte wird innerhalb von ein paar Tagen erzählt und auch abgehandelt und das, dafür ging es mir einfach alles zu schnell. Also das Tempo in der Geschichte ist sehr, sehr schnell, aber für mich war es ein bisschen zu schnell. Und das hat das Ganze für mich ein bisschen unglaubwürdig gemacht, was ich ein bisschen doof fand. Ansonsten, was die Charaktere betraf, ich mochte Bella. Was ich nur nicht bei Bella verstanden habe, die hat Komplexe. Ich meine, klar, jede Frau hat Komplexe, aber sie hat so Komplexe, die absolut unbegründet sind. Und bei Debonair ist es im Prinzip das Gleiche. Also die Person, die hinter ihm steckt und hinter ihm steht. Es war auch ziemlich offensichtlich eigentlich von Anfang an, wer denn Debonair in Wirklichkeit ist. Das fand ich auch so ein bisschen schade, dass das nicht so ein bisschen mehr geheim gehalten wurde, wer er denn jetzt eigentlich ist, sondern als du ihn in seiner wirklichen Person das erste Mal gesehen hast, wusstest du sofort, wer er ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man irgendwie ein bisschen mehr verstecken können. Und ja, es war sowieso so, dass dieses Buch komplett offensichtlich war. Also die komplette Handlung ist komplett offensichtlich. Von der ersten Seite an weißt du eigentlich, was abgeht. Du weißt eigentlich auch von Anfang an, wer die Bösen sind. Also gut, ihn bei dem super schurken Typen jetzt nicht unbedingt, aber bei ihr hast du schon so eine Ahnung von Anfang an, wer sie sein könnte. Und das bestätigt sich dann halt auch leider Gottes. Was ich auch so ein bisschen schade fand, weil das hat nicht sehr viel Überraschungseffekt dann noch gehabt. Aber ansonsten fand ich die Handlung gut. Also ich mochte den Verlauf der Geschichte. Klar, es, wie gesagt, es war sehr offensichtlich. Es hat jetzt nicht so viele Überraschungen bereitgehalten, aber ich finde, es war gut erzählt und gut geschrieben. Und ich fand, die Szenen waren gut geschrieben und gut erzählt. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich mochte das auch. Ich habe dieses Buch auch wahnsinnig schnell gelesen. Was den Schreibstil von Jennifer Istvud betrifft, den mag ich ja sowieso. Aber was auch in diesem Buch leider wieder war, wie in dem anderen Buch, was ich euch gleich noch von ihr zeige, diese Wiederholungen. Meine Fresse, wer hat der Frau denn bitte nur erzählt, dass sie so viel wiederholen soll? Ich meine, ich finde Wiederholungen gut, zu Beginn der Geschichte, um nochmal alles aufzugreifen, was im Vorfeld passiert ist, gerade wenn dieses Buch zu einer Reihe gehört, auch wenn man die Geschichten rein theoretisch unabhängig voneinander lesen kann. Finde ich es trotzdem gut, wenn so ein kleiner Hinweis auf die ersten beiden Teile kommt, was so im Großen und Ganzen passiert ist. Finde ich nicht schlimm. Finde ich auch in diesem Buch völlig okay und völlig legitim. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Autorin denkt, wir Leser sind bescheuert. Denn sie wiederholt hier bis gut 3/4 des Buches immer wieder den Anfang der Geschichte auch. Also sie wiederholt jetzt nicht nur die vorherigen Teile, sondern sie wiederholt dann zwischendrin auch, was in diesem Buch passiert ist. So als ob du zu blöd bist, dir das zu merken. Und das, oh, das ging mir so auf den Sack. Also das ist Jennifer Istvud typisch echt ihr größtes Manko, diese ständigen Wiederholungen. Und das ist ja nicht nur in der Reihe so, das ist bei der Elemental Assassin Reihe so, das ist bei Mythos, ist es ja ganz krass, bei der Mythos Academy, das ist ja auch mega. Wie es bei Black Blade ist, weiß ich nicht, da habe ich bisher nur den ersten Teil gelesen, da habe ich aber die zweiten und dritten Teile auch schon hier. Da hoffe ich auch, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber das ist echt so das größte Problem bei Jennifer Istvud, diese ständigen Wiederholungen und es geht einem so auf den Sack. Man hat als Leser einfach irgendwann sowas von die Schnauze voll und denkt sich nur so, ja, ich weiß es doch, ich bin nicht bescheuert. Naja, ich will mich jetzt nicht weiter drüber aufregen. Also das ist so das größte Negative, was ich zu diesem Buch sagen kann, diese ständigen Wiederholungen. Ansonsten von den Charakteren hat es mir gut gefallen. Ich fand Bella als Protagonistin richtig gut. Wie gesagt, ich konnte ihre Komplexe teilweise nicht verstehen. Ebenso ging es mir bei Debonair. Und ansonsten, was die Nebencharaktere betraf, unsere Fearless Five waren wieder mit da dabei. Die Bösen waren auch richtig gut, die mochte ich auch sehr. Also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Es hat mich gut unterhalten auch auf jeden Fall. Aber es hatte halt hier und da wirklich so seine Schwächen, was das Tempo betrifft, was die Liebesgeschichte betrifft und was diese Wiederholung betrifft. Dass ich halt sagen muss, dass es nicht komplett rund für mich gewesen ist. Aber ich mochte Jinx auf jeden Fall und ich fand es als Superkraft auch wirklich cool, mal sowas zu haben und nicht immer nur, sie können Feuer speien und keine Ahnung was machen, sondern halt auch mal so eine Superkraft zu haben, die halt nicht so offensichtlich ist, sondern dieses Glück und Unglück, auch wenn ich, wie gesagt, das zum Ende hin nicht mehr 100% kapiert habe mit ihrer Superkraft, aber ich fand es gut, mich hat das Buch unterhalten, ich mochte es sehr. Ich bin gespannt auf den vierten Teil und ich weiß gar nicht, um wen es im vierten Teil geht, ich habe so eine Vermutung.
Aber ich könnte ja mal gucken. Im Englischen sind die Bücher ja schon raus bis Band 6, glaube ich. Da könnte ich ja mal gucken, um wen es im vierten Teil geht. Aber ich mochte Jinx. Wie gesagt, hat mich gut unterhalten. Und wenn ihr die Reihe schon gelesen habt, lest auf jeden Fall den dritten Teil. Der war gut. Wie gesagt, für mich persönlich besser wie der zweite, aber nicht so gut wie der erste. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Spinnenbeutel, der fünfte Teil der Elemental Assassin-Reihe. Ich habe, nachdem ich Jinx beendet habe, gedacht, du müsstest eigentlich die Elemental Assassin-Reihe einfach auch mal weiterlesen. Gerade weil der fünfte Teil quasi der Teil ist mit dem Final Fight, wo sie gegen den Endgegner jetzt endlich antritt in dem Sinne. Und deswegen habe ich das dann auch gleich gemacht und habe Spinnenbeutel gelesen. Und ich muss sagen, ich mochte den fünften Teil sehr. Ich fand den gut erzählt, ich mochte den Verlauf. Ich fand das super, wie das am Ende mit dem Endgegner alles gelaufen ist. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel verraten, wer dieser Endgegner ist. Und ja, ich mochte den fünften Teil von der Elemental Assassin-Reihe. Aber auch hier bei diesem Buch war wieder das große Manko. Die Wiederholungen. Tada! Was soll das auch anderes sein? Diese ständigen Wiederholungen. Und das ging auch hier bis zur Dreiviertel des Buches. Immer wurde alles wiederholt und wieder gekaut und wieder gekaut und wieder gekaut. Und es wurde ja auch das wieder gekaut, was in dem Buch passiert ist. Und das ist so nervig. Ich liebe wirklich die Geschichten von Jennifer Aistep. Ich finde, die hat so coole Ideen. Die schreibt so tolle Charaktere. Und sie erschafft so tolle Welten. Ich meine, ich finde Ashland als Setting mega cool. Ich finde Code... Wie heißt denn das bei Black Blade, die Stadt? Coldworth oder Coldworth City oder sowas. Finde ich auch mega cool. Oder auch Big Time, also New York als Setting, finde ich auch mega. Aber... sie macht irgendwie alles kaputt mit ihrem ständigen Wiederhole. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und das nochmal aufgreifen und nochmal aufgreifen und nochmal aufgreifen. Das ist für dich als Leser einfach irgendwann nicht mehr lustig, weil du denkst ja als Leser wirklich irgendwann, die denkt doch, ich habe keinen Grips in der Birne. Naja, egal. Ja, ansonsten kann ich sagen, dass mir die Geschichte super gut gefallen hat. Ich kann euch zum Inhalt hier nicht wirklich viel erzählen. Es geht immer noch um Jin. Jin ist immer noch eine Auftragskillerin. Und Jin möchte jetzt quasi ihre Familie rächen und die Person töten, die ihre Mutter und ihre Schwester umgebracht hat. Und ja, dieser Rachefeldzug zog sich schon so durch die ersten vier Teile mit durch. Und jetzt gipfelt das Ganze halt hier in diesem großen Finale. Und sie trifft dann halt quasi auf den Mörder ihrer Familie, auf den Endgegner. Und ja, ich muss sagen, ich fand den Verlauf der Geschichte richtig cool. Ich fand gut, wie das geschrieben ist. Jin ist eine Protagonistin, die ist tough, die ist Kick-Ass, die hat es einfach drauf, aber trotzdem ist sie keine Protagonistin, die alles kann. Und das finde ich gut. Also sie kriegt in dem Buch auch mehrfach die Fresse voll und sie ist wirklich am Ende auch kurz vorm Abkratzen, das kann man nicht anders sagen. Und ich finde das gut, weil dadurch wirkt sie nicht zu super stark und zu toll und zu drüber. Wisst ihr, was ich meine? Man merkt trotzdem, dass sie trotz ihrer Superkräfte, die sie ja hat, ne, die ja viele in dieser Welt haben, dass sie trotzdem ein Mensch ist, der angreifbar ist und verletzlich ist. Und das finde ich halt richtig gut gemacht. Und ich finde auch die Beziehung zu Owen fand ich richtig gut in diesem Buch. Was mich immer nur genervt hat, war mein Geliebter. Dieser Typ ist ihr Freund, ihr fester Freund seit mehreren Monaten. Und sie sagt immer, das ist mein Geliebter. Das hat mich so aufgeregt. Oh, ich gerade mal voll den Hustenanfall hier gekriegt. Oh Gott. Also ich weine nicht. Das ist nur vom Husten. Oh. Scheiß Erkältung. So, wo war ich jetzt? Ich glaube, ich war gerade dabei, mich über Geliebte aufzuregen. Ja, dieses Wort finde ich einfach unmöglich. Geliebter. Mein Geliebter. Nein, verdammt, das ist nicht dein Geliebter. Das ist doch nicht irgendeine Bumsaffäre, die du hast. Das ist dein fester Freund. Der Typ, der dir mehrfach den Arsch gerettet hat. Der Typ, der dich liebt und den du ja eigentlich auch liebst. Und ah, oh, das regt mich auf, ne? Dieses Wort hat mich so aufgeregt. Ich weiß nicht, warum mich das so aufgeregt hat, aber es hat mich mega aufgeregt. Und ja. Ansonsten fand ich die Beziehung zwischen ihr und Owen wieder richtig cool. Ich mochte Owen ja vom ersten Moment an, ne? Ich war ja so ein kleiner Owen-Fan. Und ja, also was die Charaktere betrifft, hat es mir wieder richtig gut gefallen. Wie gesagt, die Handlung, der Verlauf der Geschichte war auch super. Was das Setting betrifft, fand ich es auch wieder mega gut. Also Jennifer Aistep hat die Welt rund um Ashland wieder richtig gut beschrieben. Ashland ist ja die gewalttätigste Stadt auf der Welt im Prinzip und mit der höchsten Verbrecherrate. Und ich finde, das hat Jennifer Aistep super gut beschrieben. Das hat sie wieder super rübergebracht. Auch diese ganzen verschiedenen Wesen, die sie wieder in diese Geschichte mit eingebaut hat, das hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Es gibt dort ja Vampire, dann gibt es diese Elementare, wo ja auch Jin eine von ist. Dann gibt es Zwergen, dann gibt es Riesen, dann gibt es... das und dann gibt es das und das hat mir richtig gut gefallen, dass sie das wieder alles so schön zusammengebracht hat und kombiniert hat und
jede Spezies hat quasi ihre Stärken und ihre Schwächen und das hat mir richtig gut gefallen, dieses ganze Zusammenspiel von allem auch wieder. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass mir der fünfte Teil der Elemental Assassin-Reihe wieder richtig gut gefallen hat. Ich habe ihn auch mega schnell gelesen und ich bin gespannt, wie diese Reihe jetzt weitergeht, denn wie gesagt, der fünfte Band ist quasi der Abschluss der ersten Staffel, weil ja der Endgegner quasi jetzt tot ist, sie ihre Rache geübt hat. Ich glaube, das spoilere ich euch nicht, wenn ich euch sage, dass der Endgegner am Ende stirbt, ne? Ist eigentlich von auszugehen, wenn es dann noch Teil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gibt in Amerika. Ah ja, ja, ich bin echt gespannt, wie die Reihe noch weitergeht und was sich da alles noch draus entwickelt. Man hat am Ende schon so einen kleinen Einblick bekommen, wie das Ganze jetzt fortgesetzt werden könnte, was mit Jin alles noch passiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ja, mochte den fünften Teil der Elemental Assassin-Reihe. Ich fand das Ende gut. Ich fand das super gut geschrieben. Ich mochte die Handlung. Wie gesagt, bis auf diese ganzen Wiederholungen war das ein rundum tolles Buch. Und ja, ich kann euch die Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep wirklich nur empfehlen. Die Reihe ist ein bisschen brutaler als ihre anderen Bücher, aber genau das mag ich. Dass die so hart ist und auf dem Punkt ist und da sterben Leute und die werden abgemurkst und da werden auch Leute mal gequält und das wird auch alles, was nicht so schön ist, wird da mal beschrieben. Aber genau dieses Brutalere finde ich halt genau das Richtige an dieser Reihe. Denn es passt einfach zu der Stadt, es passt zur Protagonistin, es passt zu diesem ganzen Feeling in dem Buch. Und das mag ich sehr. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, den sechsten Teil der Elemental Assassin-Reihe habe ich noch zu Hause. Den könnte ich eigentlich mal lesen. Naja, mal gucken. Mehr gibt es dazu jetzt aber wirklich nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und dieser Hustenanfall, alter Falter. Meine Fresse, scheiß Erkältung.